Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal bin ich nicht alleine, auch wenn es gerade noch so aussieht, aber ich habe hier einen Gast. Uhu. Nämlich die liebe Lisa von Ruby Red Books, die ja bei mir zu Besuch ist, schrägstrich war. Wenn du dieses Video siehst, ist sie vermutlich schon längst wieder weg, leider. Und wir machen heute eine Challenge. Sie sucht sich hier aus meinen Regalen Bücher raus. Ich werde mir mit dieser Maske hier meine Augen verbinden und sie liest mir Klappentexte vor, ohne die Namen und ohne zu viele Hinweise natürlich. Und ich muss raten, um welches Buch es sich handelt. Und du darfst mir nicht zeigen, was du da in den Händen hast, sonst sehe ich es ja schon. Genau, und ja, ich würde sagen, wir setzen hier einen Cut und legen los mit dem Video und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ein bisschen schief auf. Sieht witzig aus. Los, ein bisschen besser. Okay. Okay. Also ich würde die Bücher alle einmal die Kamera zeigen, vorher, bevor ich anfange vorzulesen, den Klapptext. Das heißt, für die, die mitraten wollen, die müssen dann immer einmal kurz weggucken. Okay. Fräulein Füchsin? Fräulein Füchsin ist bereit. Okay, das erste Buch zeige ich jetzt. Und der Klappentext lautet wie folgt. So beginnt... Also... eine Nacht unter den Sternen schlafen, einen Spaziergang im Regenwald machen, die Nordlichter beobachten. So beginnt eine Liste mit 10 Wünschen. Wir fliegen, wenn wir fallen? Ja. Ei! Caramba, so schnell habe ich noch nie irgendwas erraten. Das war zu einfach. Das ist, wir sind krass. Lisa hat nämlich auch auf ihrem Kanal ein Video, was so ist. Und sie hat alles einfach sofort erraten. Das liegt an der Fuchsmaske, hat sie schon gesagt. Ja, das macht der schlaue Fuchs. Ja, nicht mehr der lame Panda, den es sonst immer gab. Müssen wir denn auch nochmal so eine Fuchsmaske kaufen? Ja, hier ist doch... Wo ist ja, denn der? Da. Hier ist der Panda, der existiert noch und wir lieben ihn natürlich auch immer noch. Ja. Aber wir haben noch eine dazu gekauft, damit Lisa auch eine hat. Und Lena mir gekauft, richtig nett. Okay, ich zeige jetzt das zweite Buch in die Kamera. Welt war einst voller Magie. Flammentänzer spielten mit dem Feuer, Geistwandler schufen schillernde Träume. Children und of Blood and Bone. Ja. Ich freue mich gerade voll, ey, sonst machen ja immer mein Freund und eventuell noch ein Kumpel die Challenges für mich und die machen es immer so krass schwer und die tun immer alles, damit ich mich blamiere und jetzt freue ich mich, dass ich auch mal was schaffe. Du sollst ja auch Spaß haben. Ja, danke, ich habe Spaß. Okay. Entschuldigung, manche erst bei der Sache. Oh, jetzt hat man das Buch schon gesehen in der Kamera. Tut mir leid, also ich zeige es nochmal ordentlich, das da. Und da der Klappentext nicht so viel hergibt, lese ich den in der Klappe, okay? Nee, mach mal erst ruhig den schwierigen, oder? Oder okay. Steht da nur so ein Zitat oder so? Nee, ich weiß nicht. Also Moment. Der Schneesturm, der das Land am Tag der Präsidentschaftswahl heimsuchte, war ohne Vorwarnung gekommen. Mhm. Ein kaltblütiger Mord an der Gattin des neu gewählten US-Präsidenten. Ein Erlass, der das Land erschüttert. Eine mutige Frau auf den Spuren eines perfiden Komplotts. Ist es das Washington-Dekret von Jussi Adler Olsen? Ja. Okay. Kann man das auch alleine lesen? Ja. Echt jetzt? Das kann man alleine lesen, Alphabethaus auch. Die anderen gehören zu der Reihe. Aber selbst die aus der Reihe könnte man auch alleine lesen. Also dann weiß man zwar nicht alles über die Ermittler, so, die vorkommen, aber die Fälle an sich sind abgeschlossen. Also es ist schon cooler, es in der Reihenfolge zu lesen, aber wenn man jetzt sagt, nur das eine interessiert mich, könnte man es auch machen. Weil das interessiert mich tatsächlich. Willst du es dir ausleihen? Kannst du gleich mitnehmen? Darf ich? Na klar. Dann lege ich das gleich mal separat. Danke. Ich bin auch nur darauf so schnell gekommen, jetzt mal, um mich ein bisschen zu erklären. Weil es eins der einzigen ist, was ich hier überhaupt habe, wo es um irgendeinen Präsidenten oder so geht. Ne? Okay. Deswegen, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell drauf gekommen, weil es ist ewig her, dass ich es gelesen habe. Das nächste Mal sind bestimmt auch schon. Achtung, ich zeige es wieder an die Kamera. Ich lasse den ersten Satz weg, der ist zu offensichtlich. Mhm. Während ums Überleben ihrer Familie kämpft, schließt sich die der an und sucht die Freiheit auf den Pfaden einem geheimen Nachfluchtweg über die Pyrenäen. Doch wie weit darf man gehen, um zu überleben? Und wie kann man die schützen, die man liebt?
die Nachtigall von Kristin. Hä, da? Jetzt weißt du, wie es mir ging. Es ist, man will so voll gerne, dass jemand so rätselt und es nicht weiß. Also eins habe ich noch regulär und dann hätte ich noch zwei Joker. Ja, komm, wir hauen die alle raus. Wir das hauen ist ja blöd, den Klappentext kann ich gar nicht vorlesen. Da steht schon drin, wie das Ding heißt. Ach, hier. Sonst beschreib mir das Cover oder so. Nö, ich habe was gefunden. Okay. In einer Schule wird ein herumgereicht. Wer es kommt nicht mehr davon los. Dabei sind die äußerst streng. Jeder hat nur eine Chance. Ich weiß welches. Erebus. Oh Manno. Oh Manno. Wenn ich mir mal andere Dinge so merken könnte, wie den Inhalt von Büchern, ja, ja, dann wäre ich richtiges Superbrain. Dann hätten wir solche Köpfe. Ja. Sie sieht es gar nicht. Aber XXL groß. Aber ich habe deine Handbewegung quasi gespürt und dachte mir, dass du bestimmt. Wahrscheinlich sieht so da was raus. Nein. Nein, so ein Spiel. Okay, soll ich die zwei Extras auch noch machen? Yes. Okay. Ist jung, schön und Doch dann. Doch dann erhält sie eine letzte Chance. Hat sie auserkoren. Oh, das ist auch so offensichtlich. In einem für ihn zu Weißt du schon? Throne of Glass? Ja. Wir haben voll das Thema von der Challenge, dass es eine Challenge ist, verfehlt. Weißt du, was ich meine? Bei uns ist es nur witziges Video. Bei uns ist es nur so, wie schnell kann ich lesen, bis du mir reinquatscht. Eins habe ich noch. Egal, ja, komm, mach das. Eins habe ich noch. Sonst nimmst du noch eins von meinem Sub, das errate ich bestimmt nicht so leicht. Nein, das ist ja blöd. Okay, na gut. Mehr über ihre Wurzeln erfahren, das wünscht sich die von ganzem Herzen. Als sie eines Tages erbt, ist sie sich sicher. Jetzt, oh, ich habe es nicht in die Kamera gezeigt. Moment, das folgt jetzt. Ich Erebus, glaube ich, auch nicht. Oh Mann, ich bin voll der Profi. Tut mir leid, Leute. Ist ja egal. Das ist ja überhaupt nicht peinlich. Doch. Nein, das ist nicht peinlich. Soll ich dir mal erzählen, was peinlich ist? Andere Dinge. Ist sie sich sicher? Jetzt wird sie endlich mehr über ihre Familie herausfinden. Kaum dort eingetroffen, steht plötzlich diese unverschämte... Ausgerechnet Alabama. Ja, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt weiß ich. Ja, diese Familiengeschichten, da merke ich mir immer, wer, wo, was, wie, weil ich das so toll finde. Und das ist auch noch nicht so, ja, so ewig her. Ich glaube, letztes Jahr habe ich das gelesen, oder? Ja, ich glaube schon. Schön. Guck mal, das ist doch so richtig, man startet so positiv dann. Du vielleicht. Können wir noch mal eine Runde spielen und ich spiele dann? Ja. Wir machen einfach noch eine schwierigere Challenge nachher. Okay. Dann haben wir eine leichte, wo wir richtig hier sitzen und, ne? So, und dann machen wir noch eine schwere. Okay, du kannst den Fuchs übrigens wieder absetzen. Fräulein Füchsin. Oh, das ist immer das Schlimmste. Und jetzt verstehe ich auch, wieso. Aber so schlimm siehst du nicht aus. Nicht so schlimm wie ich, nee. Oh. Ah, schön. Boah, das ist echt brutal, weil uns gegenüber ist ja so ein Scheinwerfer, ja, so eine richtig fette... Ich sag mal Scheinwerfer, da bin ich das gar kein Scheinwerfer. Oh, jetzt hat man meine Joker gesehen hier drauf. Nicht schlimm, guck mal, der Leggings, guck mal, das Bild. Ja, also auch wenn diese Challenge nicht wirklich schwer war und wir voll 7-mal Erfolgserlebnisse hatten, alle beide in unseren Videos, hat es trotzdem Spaß gemacht, wir teilen es auch trotzdem mit allen. Sag doch mal gerne, was für Challenges du vielleicht gerne noch sehen würdest. Und das nächste Mal, wenn wir uns dann in live sehen, hoffentlich ganz schnell. Weil man muss dazu sagen, Lisa wohnt in der Nähe von Stuttgart und ich wohne halt in Berlin. Also ein bisschen auseinander. Dann können wir... Mein Freund hat gerade draußen vor der Tür gelacht. Wahrscheinlich über was anderes, aber es klang so ein bisschen gehässig. Dann werden wir natürlich gerne auch solche Challenges mit aufnehmen, die du dir wünschst. Und vielleicht kann man es auch sonst in einem Livestream irgendwie noch umsetzen. Ja, das wäre auch cool. Muss ich da, stimmt, du nimmst ja den Fuchs mit, ist ja deine Maske. Stimmt, das ist ja voll schlau. Und dann können wir das machen, ja. Ah, cool. Gut.
Dann würde ich sagen, sag uns gerne, was du zu diesem Video denkst, ob du die Sachen auch so schnell erraten würdest. Vielleicht hast du ja auch Lust, die Challenge einfach nachzumachen. Suchst du dir irgendwen, den du gerne magst und verbindest dir auch mal die Augen und lässt dir die Klappentexte vorlesen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, hab es fein. Ciao. Tschüss.